Hey Leute, was geht? Hier sind Julian und Julius. Damit herzlich willkommen zu einem weiteren SBB auf unserem Kanal. Heute um Alaba gegen Goretzka, denn das ist ein Champions League Final Prognose SBB. Unsere Prognose ist, dass Real Madrid und der FC Bayern München ins Finale kommen. Ihr könnt uns aber auch eure Meinung in die Kommentare schreiben. Also ich bin mir relativ sicher, dass Bayern sich gegen PSG durchsetzen wird und danach, ja, kommen sie ins Finale. Das sage ich jetzt einfach mal so. Ja, sage ich auch. Ja. Freunde, wenn euch das Ganze gefällt, lasst gerne ein Like da, wenn ihr sowas öfter sehen wollt. Und ansonsten gerne natürlich auch ein Abo, falls ihr uns noch nicht abonniert habt. Und ja, dann starten wir doch gleich mal rein. Okay, Julius, ich hätte jetzt gerne von dir von allem etwas. Und zwar deinen Rechtsverteidiger, deinen Stürmer und deinen linken Flügelspieler. Naja, von allem außer dem Mittelfeld. Oh, Weltklasse, Bruder. Das freut mich gerade so sehr. Hättest du da nur Einzelteile von genommen, dann hätte es schlimm werden können. Aber so ist es jetzt so gut gelaufen. Rechtsverteidiger ist Calabria. Im Sturm ist eine Road to the Final Card, und zwar Raspadori. Und im linken Flügel ist Dina Thale. Ist scheiße. Ja, aber es sind keine Perfect Links, von dem her hätte ich trotzdem erstmal noch erraten müssen. Diaby, ja. Adeyemi und Frimpong. Toplarone, alles klar. Bei dir das ganze Mittelfeld. Das ganze Mittelfeld, okay. Ja, dann machen wir da mal den Linken zuerst rein. Das ist Meier. Den habe ich, glaube ich, auch schon mal irgendwann gezockt. Daneben Guendouzi. Max Meier, oder was? Meier. Ah, alles gut. Und dann geht's noch einmal in die La Liga, weil das war jetzt zweimal Ligue 1. Und da habe ich noch Lemar. Ah, ich habe Real Madrid und FC Barcelona auf meinem Brett. Modric, Valverde und Gavi. Sehr gut, sehr gut. So, Torhüterrunde und dann noch den rechten Flügel, bitte. Den rechten. Torhüter, als ich den gekauft habe, habe ich es wieder gesagt. Und dachte mir so, geil. Ich habe nämlich so gesagt, Marc-André, aber ich glaube, du hast mir nicht zugehört. Nee, leider nicht. Das ist wirklich so dämlich jedes Mal, dass ich das so rausposaune, aber Glück gehabt. Und rechter Flügel ist Reece James. Lol. Okay. Nee, ich habe Manuel Neuer und Sané. Ja. Wäre sehr dreist gewesen, wenn du das gemacht hättest. Ja, das stimmt. Okay, bei dir Torhüter und linker Flügel. Okay, Torhüter ist bei mir nochmal einer aus der Ligue 1, und zwar ist das Lopez. Ja, hört sich jetzt nicht so gut an, was ich da von dir höre. Und linker Flügel ist Vinicius Junior. Komm schon. Linker Flügel habe ich Perisic wegen Major, dachte so Richtung Kroatien, und Torhüter habe ich Lafont aus der Liga. Bruder, es war wirklich, es war so eine Entscheidung zwischen den beiden. Digga, der Vinicius. Der Shepard. First Owner, oder? Nee, den habe ich für 2,5 Millionen gekauft. So, Linksverteidiger und Mittelfeld, bitte. Linksverteidiger und Mittelfeld. Ja, ich glaube, jetzt kracht's, weil noch keiner von Bayern drin ist. Und der kommt rein mit Gravenberch. Dann gehen wir nochmal in die Serie A. Was war das gerade für ein Geräusch? Ein Freudenschrei. Okay. Dann habe ich noch Barella aus der Serie A. Ist eigentlich auch nochmal frech. Und Linksverteidiger ist ein Future-Star. Der ist normalerweise Innenverteidiger. Heute Linksverteidiger Van de Ven. Van de Ven. Van de Ven, wild. Ne, ich habe Gosens, Bellingham und Musiala. Schade. Gosens hätte gut gepasst, so wo du Barella noch hattest. Ja, das stimmt. Sehr geil. Aber sehr, sehr geil. Wäre auch der Gold-Gosens gewesen, weil ich weiß ja, du hast die Road to the Knockouts-Karte nicht auf dem Account. Leider nicht, nee. Alles klar. Dann bei dir die Stürmer und Rechtsverteidiger. Joa, die Stürmer und der Rechtsverteidiger willst du. Das ist nochmal einmal Ligue 1. Das ist sehr kritisch, weil der ist vom selben Verein wie Meier. Amari Traoré. Und dann habe ich einen vom FC Bayern München, der eben auf meinem Brett stand, Sané. Und dann habe ich einen von meinem Lieblingsverein, Mainz 05, selbe Nation wie Alaba, Unisivo. Feier ich. Das macht ja eigentlich kaum Unterschied, ob CR7 oder Unisivo. Eben. Ich habe die verquatsche Variante CR7 plus O-Vairan gemacht.
und Rechtsverteidiger. Nice. Wegen Portugiese hattest du ja auch noch drin. Und ja. Rechtsverteidiger Carvajal. Ja, okay. Chillig. So, es fehlen noch die Innenverteidiger und ja. Ich bin gespannt, ob das was wird bei mir noch mit einem Snipe bei dir. Ja. Ich war irgendwie hin und her gerissen, wen ich nehmen soll. Hab mich letzten Endes jetzt für Bobby Moore World Cup entschieden. Und, oh nee, wieso habe ich den genommen, Alter? Ich wollte eigentlich irgendeinen aus der Bundesliga nehmen. Ja, okay. Lacroix. Ah, wegen Van de Ven, meinst du? Ja, ich hatte gerade kurz Angst wegen Van de Ven. Ja, deswegen habe ich den nämlich auch auf dem Brett. Lacroix? Ja. Oh Mann, wie dämlich. War nur ein Scherz, ich hab dich verarscht. Ich hab Carvalho und Mascherano. Hab ich dich dran bekommen, Julius? Ja, schon. Wen hast du? Carvalho und Mascherano. Ja, oh mein Gott, ich hab echt überlegt, ob ich da switchen soll. Super gemacht. Hast du wirklich? Chichi. Ich schwöre. Ja, alles klar. Bei dir Linksverteidiger, Innenverteidiger. Ja, das ist auch mal was Neues, ne? Dass man nur einen Innenverteidiger am Ende erraten muss, und sozusagen. Und du hast noch keinen Hero und keine Icon, aber... Ja, die kommen jetzt, aber... Auch nicht mehr. Ich habe nämlich Hübers, der hat eine nice Informkarte bekommen. Hero und Icon aufgeschrieben. Oh, scheiße. Und Nuno Tavares. Ja, da bist du doch. Nuno Tavares habe ich und dann habe ich noch Tuta von Frankfurt. Oh, scheiße. Ja, okay. Ich habe auch nur die 86er, weil ich habe noch nicht alle Player-Picks abgeschlossen. Aber das ist ja jetzt sowieso peinlich. Egal. Mann, das wäre so ein schönes Team gewesen, aber der kostet mich jetzt Chemiepunkte. Guaguanbo, komm. Oh, ja. Der ist un... No. Ja, den muss man nicht machen. Ja, der Winkel war schon kacke. Oh, Digga. Gesundheit, das war ja voll mies für dich. Ja. Hier hast du ihn wieder. Dankeschön. Sehr fair. Oh, mal wieder ein gutes Spiel. Ja. Major. Jetzt komm. Oh. Da ist er. Wie geht der Gritty? Ja. Der nicht zu wissen ist schon, also, dann bist du eigentlich kein richtiger FIFA-Spieler. Ja, ich lerne den mal jetzt und mach den wirklich, dann immer. Das ist wirklich wichtig. Schade. Oh, lass dich fallen. Ja. Ah. Oh. Jo. Di Natale. Antonio. Oh. Oh mein Gott. Oh. Hör bloß auf. Ja. Oh, Mann. Oh, schick ihn durch. Oh, ich glaube, das war Mann. Knapp. Ja, aber es zählt. Ja. Oh, Bruder. Oh. Schiri, oh ja. Schiri, du kleiner Ehren. Ehrenmann. So, wir kommen zum Diskarden und heute nehme ich mal wieder eine Klassiker-Position und zwar den Rechtsverteidiger. Kennst du den hier? Ja, das ist Karim Onisivo. Ah, sehr, sehr schade. Der schmerzt. Ich mache in Pick oder sowas. Okay, Karim, mach's gut, Junge. Du hast es leider diesmal nicht geschafft, den Unterschied zu machen, aber dafür machst du es ja in der Liga regelmäßig. Ich habe hier noch einen 82-Plus-Pick für euch, Freunde. Wenn euch das Video bis hierhin gefallen hat, lasst auf jeden Fall schon mal ein Like, da gerne auch ein Abo. Ja, der Pick ist, ja, geht so 84. Lasst hier gerne noch ein bisschen lieber auf einem anderen Video da. Wenn ihr Bock drauf habt, checkt es ab und dann macht's gut, haut rein und ciao. Ciao.